angepisste Mumie, die uns jetzt verfolgt, wenn wir die, wenn wir das Memory machen. Aber ich weiß schon wieder nicht, wo welche Karten sind, aber die sind anscheinend wieder gleich, also dürfte ich ein paar noch wissen, was mir jetzt einen ziemlichen Vorteil verschafft. So, wo ist die Note? Die war hier dann noch, oder? So ist es auch. Einmal... Oh, und hier bellt ein Hund. Und wieder was gefunden. Sehr schön. Einmal... Kazui! Mumie, sei still, bitte. Ah, ich weiß jetzt, wo die zweite Kazui ist. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt habe ich Mambo aber gefunden, den ich nicht finden wollte, aber naja. Kannst du nicht vielleicht für 1-2 Minuten mal mit Dialekt kommentieren? Ah. Und einen kleinen Vorgeschmack für deinen Spezial abzuliefern. Ja, das werde ich mal machen, genau. Und jetzt wären wir heute das Ganze mit dem... Mochen oder Kum, das kann nicht sein. So, la. Das ist schon mal richtig, das ist einmal sehr schön. Kum, das will man noch. Alter, wie ich die letzten zwei einfach versau. Und ich weiß schon wieder nicht, wo die sind jetzt. Ah doch, auf einmal geht's doch. Es geht doch. So, aber was tue ich jetzt? Kum, 10 Sekunden, Kum, das muss doch gehen mit 4 Feldern. Das muss doch gehen mit 4 Feldern. Ein... Nee, es geht sich ums Arschlecken tatsächlich nicht aus. Es ist sich um verdammtes Föten nicht ausgegangen und bin wieder am Start der Welt. Das ergibt keinen Sinn, aber naja. Deswegen werde ich jetzt einfach ganz normal quickloaden, dass ich einfach gleich wieder hier bin. Denn es interessiert doch keinen, dass wir den ganzen Weg dann wieder hier rüberlatschen. Obwohl das eh gerade der Fall war und wir es heute schon geschafft haben, nicht? Ist es auch. Und ich muss mich jetzt wirklich halt konzentrieren, dass ich jetzt einmal wirklich eben Dialekt spreche einmal eine Runde und dass jetzt einmal wirklich das rauskommt, was ich will. Weil ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, dass jetzt Dialekt ist, weil ich sonst halt nur ganz normal in der Aufnahmesprache, wie ich sie so gern nenne, zeitenweise rede. Es ist ja dann halt jetzt schon so Angewohnheit geworden und ja, was kann man gegen seine Angewohnheiten tun? Ja. Zum Beispiel meine Nachbarn beschweren sich auch, dass ich Hochdeutsch rede, weil so gut wie der ganze Ort redet nur Plattdeutsch. Oh, das ist dann wieder ein bisschen... Das ist... Oh, fuck. So will ich jetzt sagen, mal. Ganz normal. Und dazu würde ich nur sagen, ach, Katzenschwarf, wer es weiß, was es heißt, schreibt es in die Kommentare mal, bin neugierig, was da rauskommt. Also ich weiß nicht. Ja, ich hab's jetzt zwar vorhin schon mal kurz gesagt, aber egal. Also ich wiederhole gern nochmal das Wort für euch. Boah, Katzenschwarf. Bin neugierig, ob ihr draufkommt nochmal. Hey. Ob das wer kann, der jetzt nicht dem Dialekt hier mächtig ist. So. Es muss doch jetzt wieder mal was rauskommen. 27 Sekunden haben wir noch. Und ich mache jetzt wieder ganz normal weiter, weil sonst kann ich ja euch schon zu viel im Voraus wegnehmen dadurch. So. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, was halt euch, was euch heute so halt noch in der nächsten Zeit so erwartet. Und ich schaffe den Scheiß schon wieder nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ich schaff's wieder gleich. Oh, Moment. Nein! Nein! Ich war mitten in der Luft. Das gibt's doch nicht. Aber egal. Anscheinend. Ich werde es noch einmal mit Screen probieren, dann werde ich es offscreen machen, weil es kann nicht sein, dass wir dreimal dann das gleiche sind. Das habe ich dann auch nicht vor. Aber so ein kleines Memory mit 16 Karten müsste doch lösbar sein. Es kann echt nicht sein, dass ich das nicht gebacken bekomme. So. Dann gehen wir das mal nochmal an. Die 100 Sekunden laufen. Also ich mache jetzt hier auch gerade was sehr Spannendes. Im Internet surfen. Ja, mit Google Maps laufe ich hier gerade durch London. Ja, das ist schon geil, ja. So, ich habe 83 Sekunden noch zur Verfügung, habe schon 4 Paare aufgedeckt. Das finde ich sehr geil jetzt gerade. So, und jetzt haben wir das natürlich jetzt gleich gelöst, weil es kann doch nicht sein, dass wir da so langewig daran rumgurken.
So, und ich habe jetzt fast... Ich habe jetzt noch 60 Sekunden und muss noch ein... Muss noch zwei Felder aufdecken und das schaffe ich natürlich mit links. So, haben wir geschafft. Und natürlich kommt dann das erste Puzzle. Und die Mumie ist noch immer pissed auf uns. Wie soll es auch anders sein? So, gute Nacht, Mumie. Ich gehe mal raus. So, dann haben wir das erste Puzzle in dieser verrückten Wüstenwelt hier. Und wir haben... Ich glaube, einen von vieren, wenn es mich nicht täuscht, gefunden. Und wenn es mich nicht täuscht, müsste sich irgendwas auf der Plattform da oben getan haben. Und so ist es auch. Es hat sich tatsächlich getan, etwas getan. Und zwar ist eine Figur jetzt rausgekommen, die man hier jetzt schön sieht. Und ich glaube, mit der muss ich auch noch irgendwas machen, aber bin mir nicht ganz sicher. So, was haben wir denn schön? Gut, dann hauen wir uns mal auf den nächsten Tempel. Ah, nee, oder? Ah, doch, das ist nur ein... Oh, fuck. Da oben ist ein Eingang, ich musste jetzt rauf, hab nur 20 Sekunden nur mehr, weil ich schon wieder eine blöde Animation zeigen musste. Ach, egal, die Noten kann ich mir später holen. Ich glaube, das schaffe ich jetzt, das kannst du einfach nicht schaffen, gerade, ehrlich. Es geht einfach nicht. Wegen der blöden Animation, da habe ich mich damals schon so tierisch aufgeregt. Das kannst du einfach nicht schaffen. Irgendwie. Es geht irgendwie nicht. Und da helfen keine miesen Tricks. Ohne Turnschuhe wird das nix. Ah, okay. Dann müssen wir wohl erstmal den Maulwurf finden, dieser Welt, was auch noch eine spannende Angelegenheit werden könnte. Da ich keinen Plan habe, wo der in dieser Welt sich befindet. Obwohl die jetzt nicht so groß ist wie die letzte. Aber sie ist halt auch gefährlich. Ah, ich habe den nächsten Schalter gefunden für eine Wabe anscheinend. Oh, toll. Mitten in einem Kaktus. Toll. Da tut sich die Freude auf. Und irgendwo müsste hier ein Jinjo sein, aber wo der ist? Hm. Ich schaue mich mal geschwind um mit einem Quickblick hier mal. Und ja. Und ich sehe einfach keinen. Wahrscheinlich ist er da drüben und ich sehe ihn nicht. Schätze ich jetzt mal. Ah, der ist da drinnen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und ich bin gerade in den Sand. So, dann fangen wir mit einem fliegenden Teppich über den Sand. Was doch thematisch sehr gut dazu passt. Und hier ist ein... Und hier ist Gobi! Hallo, ich bin Gobi, das Kami. Aber selbst mir ist es hier zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Ja, schauen wir mal, ob wir... Ja, konnten wir, sehr schön. Und Gobi hat uns einen schönen Preis hinterlassen. Ich gehe mich jetzt abkühlen, okay. Und ich habe schon einen Plan, wie wir dem Baum Wasser geben können, und zwar über Gobi wahrscheinlich. Denn er ist ein Kamel und könnte Wasser trinken und das dann irgendwie ausspeien, weil man den Move auch, soviel ich weiß, irgendwo im zweiten Teil dann auch braucht. Also jetzt nicht direkt den Move, sondern einfach die Hilfe von Gobi. Soviel ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es heißt schon Wissen, das wird ja überbewertet, zeitweise. So, hast du noch irgendein spontanes Thema, was dir gerade so einfällt? Ein Augenblick. Da. Du. So spontan fällt mir jetzt direkt eigentlich nichts ein. Nicht, sehr schön. Dann wär's doch... Ja, sag mal. Dann könnte ich zum Beispiel ein bisschen was über dich fragen, du könntest mich ein bisschen was über mich fragen, was unsere Hobbys sind, was wir vielleicht, ob wir zur Schule gehen, ja genau, das wollte beruflich. Ich auch noch fragen, was machst du denn eigentlich? Genau, das wollte ich ehrlich mal fragen. Ich mache eine Ausbildung als Maler und Lackierer in einer Stiftung. Das heißt also, wir arbeiten hauptsächlich im Krankenhaus. Ja. Je,
jegliche Renovierungsarbeiten, was mit dem Malerberuf zu tun hat. Auch okay. Rohbau und so weiter, Trockenbau, das heißt Gipswände aufstellen und alles. Auch sehr interessant teilweise auch. Aber es ist sicher auch nicht gerade mal der leichte Job, weil es jetzt mal irgendwas Größeres bemalen muss, sag ich mal. Und vor allen Dingen, was bei uns nicht so gut ist, also ich hoffe, jetzt hört mir mein Chef nicht zu, du bist halt sozusagen immer am gleichen Ort, also du siehst nichts Neues, du gehst morgens dahin, kriegst deinen Arbeitsauftrag und dann abends gehst du wieder, also erstmal gleicher Tagesablauf und später, also du bist halt immer am gleichen Ort. Ja. Die Stiftung ist zwar etwas größer, aber trotzdem, normaler Maler fährt, was weiß ich, hunderte Kilometer weit für ein Haus zu streichen. Okay. Vor allen Dingen, wir sind nur Azubis, weil es nur überbetriebliche Ausbildung. Oh, das ist dann natürlich okay. Es geht dann eigentlich dann eh, wenn man so sieht dann. Ja. Was machst du eigentlich so? Also ich gehe noch zur Schule, ich gehe an eine HTL, das ist eine Schulart, die es nur in Österreich gibt. Okay. Und zwar, das ist eine, also ausgeschrieben heißt es Höhere Technische Lehranstalt. Geht über 5 Jahre, die man nach der Hauptschule oder Gymnasium machen kann. Weil für uns ist es alles extra. Es ist jeder Schultyp extra jetzt in eingeteilt halt. Das heißt jetzt genau, weil... Weil zum Beispiel, genau, es gibt 4 Stufen in der Volksschule, 4 Stufen in der Hauptschule und so wird es halt dann auch eingeteilt. Okay. naja. Es fängt halt immer wieder von neuem an zu zählen, so quasi halt. Ach so. Weil es ist halt... Jetzt zum Beispiel, jetzt gehe ich 5. Klasse HTL. Das ist jetzt das 13. Schuljahr dann quasi. Nicht nur quasi, okay. Sondern es ist so. Naja, also ich habe meine Pflichtzeit in der Realschule bei uns abgeschlossen und habe direkt dann eine Ausbildung begonnen. Ja, das ist dann auch okay. Weil ich wollte dann, ich habe mir gedacht, Leute, ich sehe nichts gerade. Und ich bin schon wieder runtergefallen hier, das gibt's doch nicht. Ja, das ist auch schöne Sache dann, weil ich lasse mich gerade ausbilden. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt zum Metallurgen. Nämlich alles über Metalle zu chemischer Zusammensetzung, Vorgänge im Hochofen, Vorgänge bei nicht eisenhaltigen Stoffen, bei den ganzen Prozesse in der sogenannten Nicht-Eisen-Metallurgie, was jetzt nur mit Aluminium, Kupfer und Co. zu tun hat. Es ist ziemlich interessant, aber auch verdammt schwer noch mit der Zeit. Also zum Glück habe ich jetzt gerade keine Kamera an, wo mein Blick jetzt gerade gezeigt hat. Da will ich ungefähr so gucken wie Patrick Star. Ganz ja, so in etwa. Ne, aber nach meiner Ausbildung will ich definitiv zur Bundeswehr gehen. Ich habe das Glück, ich muss nicht. Ich bin untauglich. Ja, bei uns ist die Wehrpflicht ja auch abgeschafft. Also bei uns ist die Wehrpflicht. Okay. Also bei euch ist es ja schon abgeschafft, genau. Ja, da muss man nicht mehr. Aber die Bundeswehr hier bei uns, die sind froh, wenn sie Leute bekommen. Oh ja, stimmt wohl. Also ich bringe jetzt nicht mehr so viel zusammen. Ich würde mal sagen, ich werde dich nochmal einladen, wenn du nichts dagegen hast. Und werde diese Aufnahme jetzt dann wahrscheinlich mal beenden. Ja. Ich sage euch mal danke fürs Zuschauen, auch danke an dich Kai, dass du so kurzfristig Zeit hattest. Ja, sehr gerne wieder öfters. Ja, hoffen wir es. Mal schauen, was sich daraus noch ergibt. Euch Leute muss ich sagen, ciao und spielt schon brav weiter.